Speck? Ja. Und was ist da schon ausgelassen? Das ist Schweineschmalz. Schweineschmalz. Ja. Mm. Und jetzt kommt gewürfelter, durchwachsener Speck da hinein. Ja. Das muss man jetzt ein bisschen so anbrutzeln lassen. Ja. So. Es riecht ja schon sehr, sehr schön. Ja. Winterlich. Winterlich, genau. Kann man aber auch im Sommer essen. Kann man auch, ja. Aber das gibt ja am Schluss Grün, Pinkel mit, wie heißt das? Grünkohl mit Pinkel. Mit Pinkel und Kochwurst und Kassler. Ja, und das ist eigentlich ein Winteressen. Das ist ein Winteressen. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die das im Sommer machen, denn es gibt ja Grünkohl wahrscheinlich auch tiefgefroren. Nicht? Ja, gibt es auch. So kann man es immer machen. Richtig. Aber mit frischem ist es natürlich toll und das macht man am besten im Herbst. Genau, Winter. Und so sieht dieser Grünkohl aus. Ja, soll ich das Gas ausmachen? Ja, oder ganz klein lassen, weil es geht dann doch relativ schnell. Ich kann jetzt aber schon so ein bisschen von diesem Bouillon dazu tun. Ja. Und dann, weil Sie sehen, das ist jetzt schon alles ziemlich schnell ausgebraten. Ja. Und dann nehme ich einfach nur so ein bisschen Bouillon. Ja. Ohne Flüssigkeit? Noch ein bisschen, ja, ein bisschen Wasser kommt noch drauf. Aber dadurch, dass der Grünkohl im Wasser gewaschen wird und dann eben kommt ein bisschen sowieso trocken, kommt wieder die ganze Flüssigkeit dazu. Ja, ja, ja. So, und jetzt würde ich das erstmal so lassen. Ja. Und dann. Das wird sich. Ich finde den Grünkohl ja toll. Der hat ja sowas von so Dekorationen, nicht? Ja. In Las Vegas tragen doch die Mädchen diese berühmten the Green Coal Girls. Das ist wirklich toll. Ja, sieht oder gut so aus. Brasilianische Sachen. Brasilianisch, genau. Und dann, das sieht ja alles so klein aus. Ja. Haben Sie das mit der Hand gezupft? Genau, das wird gezupft. Also normalerweise gibt es bei mir immer einmal im Jahr nach dem ersten Frost dieses klassische Grünkohlessen. Und dann wird das grob gezupft. Das sieht dann so aus. Das haben wir hier ganz toll vorbereitet. Das kommt dann hier in die Badewanne. Das ist eine Mini-Badewanne. Ja. Und das wird ordentlich gewaschen, weil er ist teilweise auch wirklich, er muss sehr abgespritzt werden und richtig sauber gewaschen werden, weil er doch ziemlich dreckig ist meistens. Dann zupft man ihn noch mal ganz grob. Also das kann ich noch mal zeigen. Das sind sozusagen mehrere Zupfvorgänge. Richtig, ja. Also wenn man das mit Liebe macht, dann muss man das tun. Und dann ist der, wird der hier noch mal so geschwenkt. Ja. Ne? Also das macht man normalerweise jetzt über dem Waschbecken, das mache ich jetzt hier nicht. So, dass es also Wasser noch mal richtig schön abfließen kann. Ja. Und dann wird er wie ein Baby in das Geschirrtuch getan. Ah. So. Ja. Und dann wird der so richtig schön trockengelegt, portionsweise. So, dann kriegt man einen auf den Po. Er muss trocken sein, wenn er da reinkommt. Ganz genau, also relativ trocken. Ja. Und dann wird er noch mal gezupft. Und das sieht dann so aus. Der ist ja nun wirklich winzig. Der ist winzig. Also da dauert dann die Kochzeit auch nicht so lange. Aber man muss ihn trotzdem über Nacht noch mal stehen lassen. Ähnlich wie Kohl, wie Weißkohl. Ja. Hat natürlich eine andere, aber man merkt schon, dass es Kohl ist. Ne? Die Familie ist erkennbar. Leicht bitter. Mhm. Ja, etwas bitterer als Weißkohl. Mhm. Und jetzt würde ich mal mit diesen Schichten anfangen. Soll ich einfach mal hier so, oder soll ich das, ich nehme das mal soll mit. Ich denn das, soll ich denn das, den Topf vielleicht so? Ja, oder so, genau, dann machen wir das so. Das ist, glaube ich, einfacher. Ich hau jetzt einfach mal volle Lotte rein, wie wir das so machen. Ja. So. Das ist ja wahnsinnig. Das ist ein ausgesprochen norddeutsches Gericht. Ja, total. Ich kenne es von Bremen. Ich habe ja mal eine Zeit lang das laufende Band mit Rudi Carrell produziert bei Radio jetzt Bremen. Auf die, jetzt auf die. Ja. Und da war ich viel in Bremen. In Bremen ist eben dieser Pinkel typisch und den haben wir auch diese, da. Diese und das habe ich jetzt so diese Kombination habe ich gemacht, weil ich die so noch toll erklären, finde. Was das ist. Also Kassler ist klar. Ja. Und jetzt mache ich den erstmal ein bisschen höher. Hoch. Jetzt braucht er richtig viel Hitze, um ordentlich runter zu kochen. Ah ja, ach so. Und dann kommt immer wieder die nächste Schicht. Richtig, genau. Ah. Und jetzt tue ich da noch ein bisschen, also das macht man eigentlich nicht, aber ich mache das immer, so ein bisschen gepressten Knoblauch, also gemanschten, sagen wir. Ja, ja. Also Knoblauch auf Salz wird einfach da untergehoben, so ein bisschen, also nur ein Hauch. Ich weiß nicht. Alle, die zu Besuch kommen, die 26, die mögen das alle. Alle, die sind alles auch Fleischesser und ja. so. Es gibt auch Vegetarier darunter. Und da nehme ich dann die Schleswig-Holsteiner Liesel, die hole ich aus dem Reformhaus. Das ist so eine Alternative zu eben Schweineschmalz und so. Ach so, und da wird es dann ohne Schwein, ohne den Speck, den Sie eben reingetan haben. Richtig, genau. Eine vegetarische Variante. Eine vegetarische Variante. Und es gibt ja verschiedene Kartoffeln. Ja, die essen das dann nur mit Kartoffeln, ohne den Pinkel. Genau, Salzkartoffeln oder Bratkartoffeln, auch ohne Speck. Und da. Ach, das ist schon gut. Ja. Wunderbar, Kohl. Sehen Sie, wie der richtig runterkocht? Ja. Ja. Zack. Und jetzt müssen wir doch ein bisschen Wasser haben. Oder darf ich ein bisschen Brühe haben? Ja, so ein bisschen von meiner, dann mache ich mir noch ein bisschen dann dazu. Das ist okay.
Das Moment. Ist ja eigentlich meine. Ja, jetzt kommt. Ich mache noch ein bisschen Brühe. Nein, kein Problem. Aber sehen Sie, jetzt ist es eigentlich erst richtig. Ich schichte schon mal nach, ja? Ja, ich bitte. Ich hole schon mal so die nächste Schicht. Oder ich nehme den doch lieber mit. Warten Sie mal, ich mache das lieber so. Es ist mir jetzt nicht, dass ich hier die ganze Küche... So, und jetzt kommt der noch. So, ich habe mir einfach noch ein bisschen Brühe nachgemacht. Ja, toll, vielen Dank. Kein Problem. Aber es ist jetzt, es musste schnell gehen. Nicht, dass der mir hier anbrennt. So, haben wir das. Ja, das ist jetzt nicht warm, deswegen ist es nicht noch nicht so schön aufgelöst. So, aber das löst sich nachher drin jetzt auf. Ich mich kein Problem, nada. So, Wenn wir jetzt ein bisschen Zeit haben, dann würde ich schon mal meins anfangen. Ja, gut. Also ich dachte mir, ich mache auch ein Wintergericht. So was zum Abwischen oder für die Hände? Oder? Obwohl, ich habe ja hier mein... Das kann ich ja jetzt nicht. Danke, ja, okay. Nehme ich das. Ja. Okay, danke. Ich mache auch so etwas, was man eigentlich schon am Tag vorher macht. Mhm. Ich habe hier meins schon vorbereitet, Sie auch eins von gestern. Das man muss ein bisschen ziehen, und zwar ein Pichelsteiner. Ach ja. Und es gibt ja, das Original Pichelsteiner ist mit dreierlei Fleisch, Schwein, Lamm und Rind. Ich habe das Rind jetzt mal weggelassen, weil man ja immer so ein bisschen mit dem Rind zurzeit Probleme hat. Außerdem ist es ja auch so, dass man, mach mal die Pfanne an, dass man ja heutzutage sowieso, also die meisten, die ich kenne, essen etwas weniger Fleisch. Ja. Und erhöhen sozusagen den Gemüseanteil. Nicht? Also ich habe jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht mehr von Schwein und Lamm genommen, sondern normalerweise nimmt man von jedem 300 Gramm. Und ich habe jetzt nur 300 Gramm davon, 300 davon, sozusagen einen etwas erhöhten Gemüseanteil. Und die Gemüse, das ist also Sellerie. Ja. Misch das jetzt mal alles. Ja. Und Kartoffeln. Ja. Sehr der klassische Pichelsteiner. Und Lauch. Ach ja. Ja, ich glaube, ich muss was doch eine größere Schüssel nehmen. Das sind Zwiebeln hier. Wissen Sie, was ich jetzt vergessen habe? Jetzt fällt mir siebenteils was ein. Was? Wir haben jetzt noch vergessen, ein paar Zwiebeln reinzutun. Man kann es auch ohne Zwiebeln. Die kommen doch aber jetzt noch, oder? Ja, könnte ich auch. Der kocht unheimlich schnell runter. Ich kann schon mal die nächste Schicht holen. Ach so, ja, ist doch toll. Was ist das denn da? Ach, das ist der Kohl, ne? Das ist Kohl, ja. Weißkohl. Ja, Weißkohl. Da gibt es übrigens verschiedene Rezepte. Manche machen zum Beispiel noch Petersilienwurzel rein, statt Weißkohl. Oder manche machen Wirsing rein. Also, das ist im Grunde ja egal. Ne? Mhm. So, die müssen jetzt schön gemischt werden. So, jetzt muss ich hier mal... Wo sind Ihre Zwiebeln? Haben Sie die? Nee, habe ich jetzt leider nicht. Ach, Sie haben gar keine? Nee, habe ich jetzt vergessen zu sagen. Ach so, dann sollen wir denn noch welche besorgen? Ich kann welche aus der Speisekammer holen. Gibt es hier noch irgendwo? Haben Sie noch irgendwo? Eine, die kann ich ja noch schnell zerschnippeln. Ja, hier. Genau, dann mache ich das nebenbei. Ja. Ist ja doch, obwohl wir, ich meine, dieser Speck und... Ja, aber so zwei Zwiebeln oder so vielleicht kann man doch machen. Das ist so, jetzt muss ich... Die Pfanne ist sehr heiß. Ich brate jetzt das Fleisch ein bisschen an. Ja. Das ist ganz gut, weil ich habe zwar auch schon von einem Gericht gehört, wo man es nicht anbrät, aber ich mache das immer. Wo ist denn mein Holzdinger hier? Was brauchen die? Ach so, so ein... Das ist also jetzt sieht ja lecker aus. Schwein und Lamm natürlich auch. Gekauft beim Metzger meines Vertrauens. Ja. Da muss man ja heute besonders bei Schweinen auch auf das, nicht nur bei Rinden, sonst kriegt man über das Fleisch wieder die Antibiotika, die man sonst nicht einnimmt. Nicht? Da bin ich also sehr vorsichtig. Ja. Die Welt ist schlecht. Aber ich habe wirklich sehr, sehr gute Lieferanten, wo ich weiß, dass die wiederum ihre Lieferanten kennen, persönlich. Aha. Und das ist alles wirklich freilaufend und ohne Massentierhaltung und ordentlich gefüttert. So, jetzt schnippel ich einfach hier die Zwiebeln dazu. Das ist ich mach mal hier ein bisschen Ordnung. Aber Mann, die Messer sind aber gut scharf. Hm? Die Messer sind sehr scharf. Ja, ja, ja. Scharfe Messer ist immer was das Wichtiges A und in der O Küche. In einer Küche, ne? So. Oh, das geht ja richtig schnell hier. Ja. Gut gezupft ist halt gewonnen. Genau. Gut gezupft. Ja, wenn es nicht klein gezupft ist, dann dauert es länger wahrscheinlich. Ne? Und isst sich auch nicht gut. Ja, man muss eben aufpassen auf diese Strunken, diese dicken. Ja. Die muss man wirklich gut rauszupfen sozusagen, weil
die geben dann auch so einen bitteren Nachgeschmack oder Beigeschmack und das will man ja nicht haben. So, jetzt ist die Frage, was soll ich jetzt machen? Noch eine Ladung drauf tun oder soll ich schon mal mit den Würsten vielleicht noch anfangen? Eine Ladung drauf, ja? Und zwar okay. Bis ich meinen Pickelsteiner geschichtet habe, weil dann hat nämlich, dann hat die Seele einen Ruhe und ja, dann können wir uns ganz ihrem zuwenden. Ja, das sieht ja auch. Das ist schon ganz schön, ne? Soll ich da was helfen? Augenblick, ne? Zwei Köche, ein Gericht. Ja, obwohl doch. Ja? Und zwar, ich muss die einzelnen umdrehen? Ja, okay. Können Sie mir auch helfen. Gut, die sind nämlich, warte mal, jetzt gebe ich das ist eine ziemliche immer. Fummelarbeit. Die sollen okay. Ja alle von allen Seiten braun ja. Werden. Und mit dem... Oh nein. Gar nicht so einfach. Nee. Ne? Gar nicht so einfach, weil sie so klein sind. Aber die müssen so klein sein, sonst ist es nachher ja. Nicht gut zu essen. Ne? So, die sind schon durch. Das ist ja wirklich toll. Das ist ja kaum, da kommt ja kaum Wasser draus. Ja, ich glaube, das ist okay. Ja. Ja, das ist gutes Fleisch. Das sieht man daran, ob es Wasser zieht ja. Oder andere. Sehr gut aus. So, jetzt lasse ich das noch ein bisschen. Gut, ich schichte noch mal schnell. Hau rauf. So. So. Und jetzt ist es bei mir sehr einfach beim Pickelsteiner. Aha. Hier, das sackt jetzt auch ja, ein. Ja, das sackt alles wunderbar. So. Das ist ja gar keine. So, jetzt gebe ich mal einfach. Oh, ist ja toll. Vor allen Dingen ist es gut, dass Sie Gas haben, weil man das so gut dosieren kann. Ja, ja, ja. Kachen, es riecht hier so lecker. Ach, herrlich. So, jetzt fange ich an. Ach, ich habe ja noch was vergessen hier, mein. Das Schönste von der Farbe. Oh ja. So, die mische ich jetzt richtig schön. Und dann alles lecker. Karotten. Kohl. So. Ach so, und das kommt dann in die jetzt Brühe rein. Die Brühe kommt dann oben drauf. Ach so. Mach jetzt mal eine. Einfach so. Lage davon. Bisschen Salz. Darf ich das ja, Salz natürlich. Mal haben? Und ein bisschen Pfeffer. Jede Lage wird separat gewürzt. Und was ich sehr liebe, ist Thymian. Thymian haben wir hier. Und zwar reichlich. Ich mache das nicht nur so ein bisschen. So, jetzt kommt etwas Fleisch drauf. Bei Ihnen ist alles okay? Ja. So ein bisschen Fleisch. Sehr gut. Aber ich glaube, ich hole mir doch noch ein bisschen Wasser. Hier ist nichts drin, dann nehme ich das. Ich kann, hier ist ja. Alles zu haben. So. Das auch noch mal würzen. Auch so eine schöne Farbe, ne? Ja, ist alles. Passt eigentlich gut zusammen. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr. Ja, das Grün ist ja toll und hier so ein bisschen bunt. Ich habe jetzt schon gedacht, dadurch, dass man ja zu Grünkohl eigentlich gar nichts kombinieren kann. Ja. Was macht jetzt der Bio-Lecker? Ja, ich mache etwas Ähnliches, aber eben doch ein bisschen anders. Ne? Ist ja auch ein bisschen suppiger. Das können wir ja dann gleich als ersten Gang essen. So. So ein bisschen verteilen. Das hier schon die ganze Zeit runter. Spitzenmäßig. Und dann? Noch mal ein bisschen Salz, Thymian. Ach, und mir nee, Pfeffer? Doch, Pfeffer, Salz, Pfeffer. Jedes Mal Salz, Pfeffer und Thymian. Und dann wieder schichten. Ist ja toll. So. Wieder. Salzen und Pfeffern macht man übrigens beim Grünkohl dann. Relativ zum Schluss, weil durch die Kochwürste und überhaupt das Fleisch und den Pinkel ja dieser ganze Sud da auch noch da rein. Weiß man nicht, wie säuerlich das noch mal wird. Wie salzig. Wie salzig, Das tue ich auch rein, natürlich, die Flüssigkeit. Ja. Das verteile ich noch mal ein bisschen. Noch mal ein bisschen. Sieht gut aus. So, ein bisschen Salz, Pfeffer. Das ist ja fast schon wie ein Ritual. Ja. Mensch, das sieht aber gut aus. Ne? Und jetzt den Rest. So. Soll ich Ihnen die mal wegstellen? Jawohl. Salz, Thymian, ich kann es schon auswendig.
Und Pfeffer. Brauchen Sie noch was von dem Öl? Nein. Gut. So, und jetzt kommt eben diese Brühe, wenn Sie mir die auch noch geben. Ja, ach so. Sonst ein rein, einfach rein. Einfach rein? Ja. So, und jetzt mache ich das erstmal ein bisschen größer und nachher kleiner. Deckel drauf. Und das ist es? Das ist es. Super. Na? Gut. Und so habe ich es gestern eben auch schon gemacht. Und das steht schon da hinten. Aha. Denn das hat richtig, also 1,5 Stunden etwa. Mhm. Aber, also das ist nicht auf die Minute. Ja. Wenn man es allerdings zu lang lässt, dann ist das Gemüse zerkocht. Ach so, ja. Also gut, 2 Stunden wäre zu viel. Mhm. Aber so 1,5 Stunden, da probiert man dann mal nach einer Stunde ein bisschen. Das ist wie bei den Spaghetti, ne? Muss man ja auch und, sehen. Und dieses Fleisch wird dann aber nicht hart, ne? Weil ich meine, gut, es ist können ja gleich probieren. Können Sie gleich probieren. Gut, es wird sehr durch die nein, die Flüssigkeit, nicht nur die man reingegeben hat, sondern durch die Hitze zieht ja auch das Gemüse Flüssigkeit, also auch durch das Salz. Mhm. Und das, man muss halt schön zulassen, nicht, damit auch die Feuchtigkeit, der Dampf drin bleibt. Mhm. Also es ist kein Dampftopf, aber es ist einfach ein normaler Topf. Zu. Super. So, das sieht toll aus. Also allein schon mal für die Augen ist das so schön. Schönes Grün, nicht? Ja. Gut, also jetzt kann man schon mal anfangen. Normalerweise würde es jetzt 1-2 Stunden so vor so sich lang, hin so kochen. Lang. Ja, das dauert also doch sehr lange, weil es zerfällt völlig. Die Farbe sieht jetzt wunderschön aus. Wird dann aus, aber so mehr braun. Wird richtig bräunlich-grün. Ja, ja, Und dann, oh, jetzt muss ich glaube ich noch ein bisschen, nee, ist aber so, vielleicht können wir das jetzt ein bisschen, geben? Das geht schon ein bisschen kleiner, genau, das ist nicht ganz so, Dankeschön, danke. Und jetzt würde ich schon mal anfangen, um das eben mal zu demonstrieren, hier mit dem Fleisch. Ja. Also, wir würden Kassler, das schneide ich immer, Moment, habe ich das jetzt richtig rum? Ja, ich denke schon mal. So, jetzt schneide ich Kassler-Kotelett in Scheiben. Ja. So. Und dann werden die mit der Wurst. Ah ja, was ist das für eine Wurst? Das ist eine Kochwurst, sagen wir dazu. Ganz normale. Ich glaube, Sie sagen hier Mettenden oder sowas. Das kann sein. Ich bin kein großer Wurstspezialist, muss ich sagen. Deswegen und weiß ich sowas das ist einfach so eine fette Wurst, die jetzt also noch mal eingestochen wird auch. Ich mache jetzt einfach mal so ganz holsteinisch. Ja, ländliche Schnitte. Genau. Zack, zack, zack. Ich mache mein Ding ein bisschen kleiner. Und dann lege ich die da einfach so drauf. Mhm. Also jetzt normalerweise nach 2 Stunden oder so? Genau, ja. Also normalerweise macht man es ja so, dass man den Grünkohl erst vorkocht, dann zwei, drei Stunden kocht, also dann ihn ausstellt, über Nacht ziehen lässt, dann nochmal anstellt und dann nochmal eine Stunde aufkochen lässt. Dann kommen die Würste rein, dann kommt Kassler rein. Das legt man einfach so da drauf. Schön deftig. Ja, so, mal sehen, ob wir jetzt hier Platz haben, genug. Da muss ja auch noch der Pinkel drauf. Ja, und dann kommt Pinkel auch noch dazu. Aber es büßt ja alles noch ein bisschen ein, denke ich mal. Hier. Oh. Schon so heiß? Mhm. Was ist nun Pinkel? Ja, Pinkel ist, besteht aus Pflaumen. Also das ist Fett. Ganz viel Fett, das sieht man hier auch. Ja. Ich kann ja mal reinstechen jetzt. So. Ja. Da kommt es schon raus. Ja. Ich mache es noch mal, vielleicht kann die... Ah, ja, das so sehen Sie, da kommt das so raus. Ja. Und, vom Schwein? Das ist vom Schwein, so viel ich weiß. Ich will jetzt nichts. Oder auch vom Rind. Ich glaube, es ist sogar diese hier ist gemischt. Denn es von ist dem ja Schlachter. Nicht aus Ihrer Gegend. Also das kommt aus Bremen. Das kommt aus Bremen. Und ich bin Schleswig-Holstein, Meer umschlungen. Und genau. Ich glaube, für die vom Meer ist Bremen schon Süddeutschland, habe ich gehört. ungefähr, nicht? Und da ist Hafergrütze drin. Das ist ja eine sogenannte Grützwurst. Pinkel, so wie ich das jetzt verstanden habe. Und der Name Pinkel, weiß man, woher und der Pinkel kommt? Weiß man auch, woher das kommt. Und zwar hat man früher Pflaumen aus, übrigens, das ist Schweinefleisch. Ist und das ist dieses Fett aus Schweinefleisch und aus Rindfleisch. Das ist so ein Gemisch. Ja, und dann kommt dazu diese Hafergrütze, die wohl ganz gemahlen ist, ganz, ganz fein. Und das hat man dann also irgendwie so zusammengemanscht und dann zusammengepresst in einen Leinenbeutel getan und hat den, um es trockener werden zu lassen, an den Kamin gehängt. Und dann fing dieser Leinenbeutel an,
zu tropfen. Und da hat man gesagt, oh, sieht ja aus, als würde einer pinkeln. Ne? Ach, und dann hat man seitdem also hat man gesagt, huch, da tropft es runter, jetzt heißt das Pinkeln. Das wollte ich immer so, wissen, ob das was mit Pinkeln zu tun hat. Ja, genau, das habe ich mir so gesagt. Die werden jetzt dazugelegt, ja, auch angeschnitten. Brauchen die alle etwa gleich lang? Ja, würde ich mal so sagen. Nicht angeschnitten, also eingestochen. Eingepikst. So, auch da rein. Ich hau die einfach mal so damit dazu. Mach meinen erstmal ein bisschen höher. So, hau weg, wie die Kieler toll sagen. Ja. So, und dann würde ich sagen, kommt eigentlich noch mal eine Schicht Grünkohl drauf. Wenn das jetzt gekocht wäre, dann könnte man das teilen und dann also die Wurst, das Kotelett und den Pinkel so richtig schön zudecken im Grünkohl. Gut. Ich kann das ja mal versuchen hier, aber ich glaube, wollen wir das lassen? Weil wir das einfach ja. Wunderbar, den Deckel habe ich hier. Deckel, wo habe ich den? Ach, da. Was isst man dazu? Dazu gibt es Kartoffeln. Mhm. Und zwar haben wir hier vorbereitet so kleine, süße Pellkartoffeln. Ne? Die sind ganz schön. Ja, und die werden in einer Pfanne. Da klaue ich einen. Also ich habe, Und? Mhm, gut. Gut, ne? Hier gibt es doch eine Pfanne, habe ich gesehen. Ja. Dann nehme ich die doch einfach mal. Ja. Und dazu also ich karamellisiere. Soll ich schon mal anmachen? Also normalerweise isst man Salzkartoffeln oder Bratkartoffeln. Ah, ja. Oder eben diese süßen Kartoffeln. Ah, das ist toll, das habe ich Die sehen nie ja auch gesehen. Ganz süß aus, finde ich. Und deswegen. Also ich finde, die passen irgendwie ganz gut dazu. Und die werden richtig mit Zucker jetzt karamellisiert? Ja. Das habe ich noch nie gehört. Butter ist wahrscheinlich im Kühlschrank. Ja, Butter ist im Kühlschrank. Hin. Zucker ist hier. Und, so, jetzt haben wir ihn aber. Ja. Was trinkt man dazu? Ich habe schon einen ganz trockenen Mund. Normalerweise koche ich viel mit Wein und dann gibt es den sogenannten Küchenwein. Ja. Aber das ist ja, das passt ja irgendwie nicht. Wein passt dazu. Also ich frage mal ganz direkt, wie viel können Sie denn vertragen? Naja, Wein viel. Sonst Schnaps und solche Sachen weniger. Aber so mal zu so einem Essen. Gut, also man nimmt, wir trinken dazu Bier. Bier. Und wir trinken immer das mit dem Schnappverschluss. Haben wir da. Wie Werner Brösel haben wir natürlich jetzt. Da. Und dann gibt es dazu einen Aquavit oder einen Korn. Also Korn ist nicht so mein Köln Ding. Köln und Bier, sagen wir. Überhaupt die harten Sachen, aber so ein kleines nachher, wenn wir es probieren. Ja. Aber jetzt so zum Arbeiten können wir doch schon mal ein kleines Bierchen. Ne? So. Das jetzt kommt aus Flensburg. Ja, Flensburg. Ja, das ist ein Flensburger. Klappt das mit dem... Mit dem Gas. Schon. Jetzt kommt dann ein bisschen. Ich warte erst mal, bis die. Das besteht ja überhaupt nur aus Schaum. Das ist ja wie ein Pilz. Ich sehe das schon. Sie sind ein echter Weintrinker. Ich bin ein Weintrinker. Also normalerweise. Fußball und Bier sind zwei Sachen, von denen macht ich man das nicht so. Verstehe. Man lässt es so zu und dann guckt man sich an und sagt, macht den, dann geht das auf und kippt man das um und dann stößt man an und, und sagt Prost man das und trinkt dann aus der Flasche. Ah. Genau. Aber das ist natürlich perfekt. Nein, das ist nicht perfekt, das ist Kultur. Das ist eben ein Weintrinker trinkt Bier. Aber ich hole noch ein bisschen, damit das ein bisschen mehr Bier wird, sonst haben wir ja nur Schaum. Und ich glaube, das hält man so schräg. Ne? Ja, genau. Also normalerweise habe ich gehört. Schräg. Genau. Jetzt dauert es ein bisschen länger, aber trotzdem ist es. Aber es sieht aus wie gezapftes Pilz. Das ist wirklich enorm. Mhm. Das also habe ich auch schon gehört. Gut gezapftes Pilz. Dass man Pilz länger warten muss. Ne? 7 Minuten, ja. So, jetzt ich würde sagen, also erstmal haben wir ja. Ja, die Kartoffeln. Ja, Butter und Ich mache mal Folgendes. Dies hier muss ja jetzt 1,5 Stunden köcheln. Das machen wir nachher anschließend. Ja. Und ich hole mal mein fertiges. Aha. So, jetzt wird es gerade spannend. Jetzt kommt es hier. Jetzt schütte ich die Was Kartoffeln. Was ist da drin? Ja, das da ist war Zucker ja, und Butter. Butter und Zucker. Ja. Und jetzt kommen die Kartoffelchen da rein. Toll. Und dann werden die geschwenkt. Sehr toll. Und zwar macht man das dann so lange, bis sie schön braun sind. Schön zuckrig, so sehr karamellisieren. Schön. Ich gebe in der Zwischenzeit, ich habe ja nun gestern schon ein Pichelsteiner gemacht. Ja, ne? So wie ihr aus. Es auch gestern gemacht ist. Und das probieren wir jetzt mal. Mhm. Jetzt hole ich mir mal eben dieses hier. Das sieht da habe ich irgendwo Petersilie. Ah, da hinten, glaube ich. Da, nee, beim Kohl da. Nicht beim Kanzler. Nein, unten auf dem Fuß. Ach da, ja. Schon vorbei. Super. Ah. Aha. So. Toll. Löffel ist in der Schublade. Ja. Dann können wir nämlich während die da... Nee, da ist das da wieder. Ja. Diese. Ja. Einen mit. Ja, danke. Ja. So. Na, das sieht doch schon sehr gut aus. Ja, das sieht sehr lecker aus.
Jetzt muss ich noch mal eben schwenken. So, die hopsen immer so gut. Brot dazu. Probieren wir mal. Mhm. Und dann anschließend ihr es. Ja. Guten Appetit. Ja. Mmh. Lecker. Oh, lecker. Sehr gut. Sagen Sie, da kommt gar kein Kümmel rein, nicht? Nee. Nach diesem Rezept nicht. Aber das kann man ja abwandeln, wie man will. Mmh. Oh, das ist ja köstlich. Hm? So, jetzt müssen wir aber. Ich darf jetzt das auch wegnehmen hier. Und das Fertige holen. Simsalabim. Wir machen sozusagen Simsalabim. Vorher, nachher. Ah. Ja, sieht sehr gut aus. Prima. Das sieht ja toll aus. Toll. Das sieht aber nicht mehr so schön grün. Richtig, ja. So, und? Die brauchen natürlich ein bisschen, bis sie braun werden. Ne? Also das ist... So, ich nehme Pinkel. Genau. Grünkohl. Grünkohl. Na? Ich nehme mal jetzt, ein nur ein Pinkel. Ja. Und ein zweites machen wir. Soll ich Ihnen das schon mal dahin stellen? Ja. Und eins machen wir mit. So, und der anderen Wurst. Drüber. So, und jetzt kriegen wir noch die Kartoffelchen dazu. Die sind noch nicht ganz so. Nee, die sind noch nicht so, wie ich sie gerne hätte. Also sie wären dann schon ziemlich glasig. Also richtig so wie ein bisschen karamellisiert. Ne? So. Ach so, und jetzt müssen wir ja da noch so ein. Jetzt müssen wir eigentlich. Müssten wir eigentlich noch einen Schnaps, aber den sparen wir uns. Da freut sich auch die Leber. Den trinkt man doch eigentlich erst danach. Sowieso erst. Den Verdauungsschnaps. Na gut, dann trinken wir den nachher. Ach so, und ganz wichtig ist natürlich der Senf. Ah. Ne, das muss ein ganz scharfer Senf sein. Ja. Darf ich Ihnen da was drauf? Ja. Hier so an die Seite? Ja, danke. So. Jetzt bin ich immer gespannt, was Sie sagen. Mhm. Ah. Und der wird einfach so da rausgepresst. Die in Bremen, die mischen den unter den Kohl. Mhm. Und ich finde, das ist eine Geschmackssache. Das kann man ja machen. Mhm. Oh, ist der. Bisschen bitterlich. Fehlt noch ein bisschen Zucker. Ja? Ja, aber die Kartoffeln. Aber trotzdem auch nicht. Der Winter hat auch seine schönen Seiten, ne? Prost. Also Prost. Vielen Dank. Danke auch.